Und damit begrüße ich euch wieder ganz herzlich hier zurück zu Palia. So, Möhrchen sind fertig. Unkraut ist weg. Ich weiß gar nicht, ob es sich lohnt, Dünger zu kaufen. Ich muss auch mal gucken, wie viele Möhren ich habe. 7. 7 Sterne Möhren. Ich weiß nicht, ob die Tomaten überhaupt irgendwann mal enden. Die Tomaten habe ich jedenfalls einen guten Anbau, den ich immer wieder. Aber ich muss halt gucken, wie ich es hinbekomme, durchweg zu wässern. Alter, ich war doch gerade auffüllen. Nein, meine Gießkanne ist kaputt. Nein, nein, nein. Ich habe nicht drauf geachtet. Oh Mann. Bei den Möhrchen schon längst wieder was Neues einpflanzen. Ohne dass ich was umgraben muss. Das finde ich ja praktisch. Dann nehmen wir da doch gleich mal wieder Möhren. Das ist ja praktisch. Das finde ich gut. So, wie sieht es hier aus? 6-mal Baumwolle. Einmal kommt noch. Wunderbar. Kartoffeln habe ich auch schon wieder 4. Nein, 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 nein. Nein. Das fehlt mir gar nicht mehr viel. So, hier habe ich ein paar Kupferbarren wieder. Hier habe ich jetzt ein paar Eisenbarren. Das heißt also, da kann ich jetzt aufrüsten. Hier habe ich ein paar Steinziegel. Und alles ist fertig. Okay, wie sieht es mit dem Holz aus? So, wunderbar. Das sieht doch schon mal gut aus. Möhrchen. Gut, Möhren bringen jetzt nicht so viel, aber ist jedenfalls etwas, ne? So, da habe ich schon mal 8. Das heißt, das läuft, das läuft, das läuft. Zwiebeln. Moment, habe ich gar keine Zwiebeln am Laufen? Doch, ne? Das waren doch hier die rechts, oder? Nein. Ach ne, die Zwiebeln, die sind ja gepflanzt, ne? Die sind ja da. Das sind Zwiebeln, ne? Zwiebeln, genau. Genau, Tomaten haben wir massig. Und Geld habe ich auch genügend, glaube ich, ne? Um mir, ja. Um mir das zu kaufen. Diese neue Holzfäller-Axt, die ich da brauche. Ob ich die denn herstellen kann? Keine Ahnung. Das werden wir gleich sehen. Würde mich natürlich freuen, ne? So, dann mal rüber hier. Bastian, kann ich noch nicht wirklich neue Pfeile, oder? Wenn du mir etwas schenken möchtest, wie wäre es dann mit ein paar Pflanzenfasern?
brauche welche, um die Seiten für all die provisorischen Bögen zu machen, die ich oft herausgebe. Feiner Pfeil. Doch, den kann ich schon kaufen. Why not? Try not to cause any trouble. So, was wollte ich dann? Es ist schade, dass das nicht funktioniert. Das Ashura hier oben. Und trainieren? Nein. Wo ist Ashura? Ashura. Ah, da geht er hinter spazieren. Okay. Da hinten ist er irgendwo unterwegs. Dann müssen wir da wohl mal rüberfliegen. Hier hinten rennt irgendwo Ashura rum. Sogar noch mal größer und da ist er. How's your day going? Die edle Axt und dafür ja. Ach verdammt, dafür fehlt mir was. Ich bin froh, dass ich jetzt in Nachtschicht arbeite. Als ich die Tagesschicht gearbeitet habe, hatte ich nie genug Zeit, mal rauszugehen, um die Sonne zu genießen. Die Möglichkeit, die Natur zu genießen, war einer der Gründe, warum ich überhaupt ins Valley gezogen bin. Außerdem bevorzuge ich Reed, die Nächte frei zu haben. Be safe out there. Okay, das heißt, jetzt können wir uns eine bessere Axt herstellen, mit der wir dann vielleicht die besseren Bäume fällen können. Aber dafür jetzt erstmal zurück. So, ansehen. Herstellungslizenz 1000, Mist. Erweiterung des Hauses. Das hier unten sind alles andere Sachen. Eine Windmühle. Erntezeithaus. 15.000. Ist auch eine Nummer, die man erstmal hinbekommen muss. Aber mit einem Eisenpfeil, glaube ich, schaffen wir es schneller, die stärkeren Xernux zu erledigen. Dafür brauche ich aber mehr Eisen. Also es gibt immer was zu tun, was man hier machen kann. Fat Girl. Fat Girl. Und davon abgesehen, wieso nennt man sich so? Will er damit irgendjemanden ärgern, dann finde ich das nicht lustig. Oh, ich brauche Pflanzenfasern. Eine edle Axt kann hergestellt werden. Und ich kann mir dann sogar noch echt edle Pfeile herstellen. Neuer Reparatursatz. Halt, der ist da. Ein feiner Pfeil und dafür brauche ich was? Kernholz. Aber ich habe doch jetzt gerade Kernholz. Ich hatte doch nicht so wenig Kernholz, oder? Nein, aber Kernholzbretter brauche ich nicht. Jetzt geht es. Dann finden wir mal heraus, ob wir damit schneller die Xernux erledigen können. Ich brauche nochmal. Na.
Okay, dann schauen wir jetzt erstmal, was wir mit dem mit der tollen Axt machen können. Können wir damit jetzt diesen Baum fällen? Oh ja, damit können wir den ganz großen fällen. Splintholz. Damit kriegen wir echt die ganz großen Bäume weg. Finde ich geil. Das gefällt mir, das mag ich. Damit kriegen wir dann noch genügend Kernholz. Okay. Das finde ich ist ein fairer Deal. Sollten wir jetzt so einen Leuchtebaum finden, dann wird es definitiv funktionieren. Und beim Bogen haben wir dann auch die Möglichkeit hier... Halt. Mit hohem Schaden. Ein Pfeil, der hohen Schaden verursacht und die magische Fähigkeit mächtiger Kreaturen unterbricht. Okay, aber erstmal wieder hierauf wechseln. Finden wir dann noch heraus. Brauche ich Kupfer? Ja, ich brauche Kupfer. Kupfer benötige ich leider. Aber halt auch Eisen, ne? Das darf man jetzt auch nicht vergessen. Also ich brauche Eisen, damit ich halt meine Spitzhacke verbessern kann. Ja, den Sendung kriege ich ja mit einem Kupferpfeil. Das ist ja in dem Augenblick vollkommen für mich irrelevant. Das ist was zum Essen. Ist das ein dunkler Sernuk oder nicht? Ja. Trotz alledem immer noch einen mehr. Ich möchte ganz kurz erwähnen... Ja, wir haben jetzt hier einen echt starken Pfeil. Das hat mich jetzt extrem verwundert. Was brauche ich denn da dann für Pfeile? Jetzt sagt mir, okay, gut, ja, komm, holst du mal. Nee, funktioniert nicht. Das funktioniert einfach nicht. Wir brauchen wirklich dafür noch stärkere Pfeile. Und die anderen haben halt auch einen hohen Schaden. Aber unterbrechen die Magie. Aber er hat ja gar keine Magie genutzt. Ist die Magie das Flüchten? Also ich wundere mich jetzt gerade nur. Ich dachte schön, ah gut, man kann ein paar Sernuks hier. Ganz so einfach ist es dann doch nicht. Wir können das noch bei anderen Sachen ausprobieren. So, ich glaube, der Baum zählt jetzt zu denen, die ich fällen kann, ne? Ja. Das war für mich vorher nicht möglich, diese Größe. Und es gibt 19 Kernholz. Da ist Kupfer, Eisen. Mhm. 5 Eisen. Nein. Cool, bevor er es sich gekrallt hat, konnte ich auch. Also es ist wirklich, wie jemand in den Kommentaren geschrieben hat, instanziert. Das heißt also, wenn ihr zu zweit unterwegs seid, bekommt jeder seine Beute ab. Also keine Sorge, dass irgendjemand da irgendwo irgendwie zu kurz kommt.
Dann holen wir uns hier ein bisschen Kernholz wieder. Brauchen wir jetzt vermehrt. Also insofern alles in Ordnung. Die ganz großen dürfen wir nicht fällen. Schade. Bist du ein ganz großer? Nein. Kiefernzapfen. Das wäre geil, wenn man den hier so... Zack, den darf ich fällen. Bam. Aber nö. So. Immer schön durchwechseln. Hier mal ein paar Bäumchen zum Fällen. Und immer Ausschau halten auch nach Eisen. Haben wir hier? Hier kann ich keine Äpfel mitnehmen oder sowas. Nee, ne? Das sieht hier aus wie ein Lager. Wenn es hier nicht noch irgendwie noch eine Truhe oder so gibt. Leute, das schreit hier nach einer Truhe, aber ich sehe hier keine Truhe. Da sehe ich eine Truhe. Golderz, 29 Gold. Aber kein Eisen. Stein. Da oben ist Eisen. Da ist Eisen. Noch so drehen. Naja, egal. Alles gut. Hier haben wir wieder Bäumchen. Kernholz, Kernholz, Kernholz. Hier ist auch nochmal Kernholz. Hier. Das war ein magischer. Habe ich das erste Mal, glaube ich, einen magischen gesehen. Und der ist mir natürlich dann entkommen. Und das, obwohl ich seine Magie unterbrochen hatte. Also insofern bringen die Pfeile gar nichts. Ah, unterbrechen die Magie. Ja, 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 ja. Hier ist kein Eisen. Hier ist kein Eisen. Hier ist auch kein Eisen. Das Eisen. Ich weiß gar nicht, wie viel Eisen ich jetzt habe, aber wird schon nicht wenig sein, hoffe ich. Ich
kann ja eigentlich gucken, ne? 24. 25 brauche ich mindestens, um das nächste Item herzustellen. So. Wunderbar. Ja, ich weiß auch, irgendwann muss ich Käfer jagen gehen, aber das bereitet mir irgendwie nicht so einen Spaß. Das ist so... Weiß ich nicht. Oh. Süßblatt. Okay. Ich habe bisher aber auch keinen leuchtenden Baum wieder gesehen, ne? War das einfach nur einmal Glück gehabt, dass ich den gesehen hatte und dann ist es eine Seltenheit, so einen zu finden? Ha. Wenn du jetzt suche ich zwar nach Eisen, aber wenn ich halt einen blauen Baum sehen würde, würde ich mir den natürlich snacken. Da vorne. Haufenweise Eisen. Aber ich sollte auch darauf achten, dass ich bald wieder reparieren muss. Das ist auch wichtig. Und mir fällt auf, mein Fokus ist leer. So, aber da habe ich wieder Platz im Inventar. Ja, wenn du jetzt noch abhaust, dann hast du noch Chancen, was zu bekommen. Nein? Okay. Erst an Bäume fällen. Kurz warten. Regenerieren und dann hoch hier. Dornengänseblümchen nicht vergessen. Und. Ich habe da gerade irgendwas Komisches gehört. Egal. Komme ich auf den Berg da hoch? Ich glaube nicht. Da ist noch was. Na komm, wenn ich so 10 Stück mir nach Hause bringe, wäre schön. Jetzt sind es gerade knackige 9. Knackig in Form von einer fehlt mir. Woher kriege ich jetzt den einen? Hier könnte ich jetzt angeln, das wäre auch noch eine Möglichkeit, aber... Warum verschwindet der immer? Der Knoblauch verschwindet immer, wenn ich in die Nähe komme. Ja, euch will ich gar nicht. Ihr seid für mich komplett uninteressant. Das finde ich auch ein bisschen komisch, ne?
dass die Erzadern nicht am Strand sind. Ja, ich brauche ihn nicht. Gibt's doch nicht. Wo ist denn das hier hin? Wo ist das hin? Das ist auch verschwunden. Hier verschwinden andauernd Items. Es ist eine Beta, aber trotzdem. Meine Items dürfen nicht verschwinden. Alle anderen ja, aber nicht meine. Nein, ich bin kein Egoist. Nope. Ach komm, ein Eisen muss doch hier noch irgendwo zu finden sein. Danke. Oh, das Geweih ist schön. Das gibt ja Geld. Noch ein Geweih, auch schön. Aber eigentlich suche ich Eisen. Ich bin zu weit weg. Ich weiß, dass hier in dem Bereich immer Eisen sein kann. Hey, Knoblauch. Yay. Nobi. Das Eisen, das Eisen, das Eisen. Seems legit. Danke. Was ein Krampf, da hochzukommen, oder? Jetzt fehlen mir noch 4 Eisen. Ich glaube nicht, dass ich hier in der Höhle Eisen finden werde. Hier finde ich was anderes. Nein! Eine neue Ressource, die ich nicht nutzen kann. Weil meine Spitzhacke noch nicht auf Level 6 ist. Ich glaub's nicht. Ich fühle mich gemobbt vom Spiel. Mir so einen Schmankerl vor die Nase zu setzen. Weil es könnte auch psychologisch sein, genau aus dem Grund, ne? So will man weiterspielen. Man sieht was, man will es haben, kann es nicht haben. Man farmt weiter. Oh, da ist endlich Eisen. Und dann, zack, will man seine Ausrüstung verbessern. Ja, das war das, was ich haben wollte. Gut, Leute, damit haben wir ein bisschen Eisen, haben ein bisschen Kernholz. Eigentlich alles, was man so braucht. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Hier war ich doch schon mal, ne? Hier war ich schon mal, ne? Ne, 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 ne? Ja, 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 ja. Ja, oder? Keine Ahnung, jedenfalls eine Mine, wo nicht wirklich... Ja, hier war ich schon mal, okay. Ja, doch, hier hatte ich die Bäume gefällt. Dann sage ich danke, bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschüss, tschüss. Knoblauch.